Also, was Sie jetzt mitbekommen, ist eine der wichtigsten, sagen wir mal, zentralen Vorlesungen oder Sitzungen der Lehrveranstaltung. Es geht um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Es ist so eine Einleitung in die Grundmethodik der modernen Makroökonomie. Ist längst nicht das die Endstation, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, wo die Reise hinführt, falls Sie sich da professionell oder weiter beschäftigen möchten. Es ist wie bei den letzten zwei Vorlesungen vom Niveau her etwas formaler. Es geht um eine Erweiterung von Ihnen sicherlich vertrauten Konzepten aus Makro 1. Ich werde versuchen, zunächst einmal das diagrammatisch zu machen und dann Ihnen einen Geschmack dafür zu geben, wie man es eigentlich heutzutage modern damit umgeht. Letztendlich geht es um zwei Begriffe, jetzt ganz banal. Es geht um das Angebot aus makroökonomischer Sicht. Das heißt letztendlich die Bereitschaft von Firmen und von Haushalten, was zu tun, um Wirtschaftsleistung zu erbringen. Und das trennen wir gerne, wenn nicht vollkommen und ohne Reibung, von der Nachfrage. Also das heißt, was wollen Haushalte und Unternehmen und Staat von der Wirtschaft bei gegebener Inflationsrate? Und das ist, wenn man die beiden zusammentut, kann man eine Menge verstehen in der Wirtschaft, auch sogar prognostizieren. Bankökonomen machen das jeden Tag, manchmal mit sehr anspruchsvollen Methoden, manchmal eben mit einer Abbildung. Und das ist der Punkt heute, was wir vertiefen wollen. Also heute, wie immer, so ein kurzer Überblick über die letzte Woche. Es war sehr spannend, was wir da abgeleitet haben und in der Übung wiederholt haben. Wir werden das dann erweitern um die andere Teil der Schere, also sozusagen die aggregierte Nachfrage, AD, Aggregate Demand. Das ist, erfordert ein bisschen Mitdenken. Es ist nicht nur Mitschreiben, sondern Sie müssen ein bisschen denken darüber nach, was hier bedeutet, was hier angedeutet wird für Quellen der Nachfrage. Es greift alles letztendlich auf Makro 1 zurück, die ISTR-Denkweise, aber dynamisiert. Das heißt, es geht um eine Situation, wo das Preisniveau auch mit in Bewegung kommt. Und das verkompliziert alles entsprechend. Und dann werden wir das bei festen Wechselkursen und bei flexiblen Wechselkursen zunächst mal diagrammatisch auseinandernehmen. Und das ist gerade der Punkt, die Auswirkungen von bestimmten Politikmaßnahmen und Nachfrageverschiebungen lassen sich bedingen durch das Regime, in dem ein Land sich befindet. Regime heißt, was macht die Zentralbank mit dem Wechselkurs? Und das ist nicht immer das Gleiche. Also verschiedene Länder haben verschiedene Ansätze. Es gibt feste Wechselkurse im Limes, was wir jetzt innerhalb der Europäischen Währungsunion haben. Aber eigentlich als plastisches Beispiel habe ich immer Dänemark genommen. Dänemark ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es das andere Extrem, frei Floating Exchange Rates, also frei vom Wechsel, vom Markt bestimmten Wechselkursen. Und die haben natürlich ganz andere Auswirkungen kurzfristig auf die Nachfrage. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Die müssen Sie alle sozusagen mindestens intuitiv begreifen, um diese Abbildungen zu manipulieren und so weiter. Und dann zum Schluss werde ich auf die sogenannte Mikrofundierung zurückgreifen. Und in dieser einführenden Vorlesung werden wir nicht zu sehr tief in diese Kiste fassen. Wenn Sie das wollen, können Sie gerne bei meinem Kollegen Beinke oder bei mir in weiterführenden Veranstaltungen weiter. Aber wir wollten nur damit illustrieren, wie Mikroökonomie mit Makro einhergeht. Man kann nicht einfach im leeren Raum eine Gleichung aufschreiben und sagen, so funktioniert die Wirtschaft, weil Politikmaßnahmen auf die Agenten einwirken. Die Agenten reagieren darauf, nehmen vorweg, was die Politik machen will und setzt zum Teil diese außer Kraft. Das heißt, die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte sind wesentlich wichtig. Wir haben das schon gesehen bei der Vorstellung der AS-Kurve in der letzten Woche. Ja, letzte Woche hatten wir tatsächlich das Rothenberg-Modell als eine mögliche mikroökonomische
Ableitung des Angebots in einer Volkswirtschaft. Das ist die Grundlage der modernen neukeynesianischen Phillips-Kurve. Es gibt ein alternatives Modell, das Sie in fortgeschrittenen Kursen, das sogenannte Calvo-Modell, das ist eine kurze Shorthand-Version, also eine Möglichkeit, noch einfacher und vereinfachender zu arbeiten, allerdings mit Risiken. Okay, und das, ich will das nicht so sehr vertiefen, aber die neukeynesianische Richtung hat ein Problem, nämlich wie kann man erklären, dass das aggregierte Preisniveau so träge reagiert auf Politikmaßnahmen, wenn wir wissen, langfristig die Preisbewegungen tatsächlich eine Neutralität der Geldpolitik bewirken muss. Und das ist immer noch ein großes Mysterium für uns, langfristig das zu begreifen, gerade in der jetzigen Zeit, und darauf werde ich später eingehen, dass wir eine Politikkrise haben, dass die Zentralbank weitere Zinssenkungen nicht bewerkstelligen kann, weil es eine Untergrenze gibt. Man kann negative Marktzinsen nicht durchsetzen, weil die Leute, die überhaupt Geld ausleihen, lieber Cash halten. Denken Sie mal darüber nach. Wir haben eine Situation heutzutage, die wirklich nicht seit der großen Wirtschaftskrise beobachtet wurde, und das beschäftigt nicht nur die Ökonomen. Dieses Modell ist eine Einleitung dafür. Ich werde es gleich wieder wiederholen. Dann haben wir aggregiert und ein Gleichgewichtskonzept. Also wir haben so ein erstens Konzept des repräsentativen Unternehmens, das Preise setzt, nach links und rechts gucken, was machen die anderen, was mache ich, um eine Zielfunktion zu minimieren, oder eigentlich allgemein würde man den Gewinn maximieren. Hier ging es um die Kosten der Preispolitik letztendlich insgesamt und die Abwägung zwischen Preisanpassung und Kunden zufriedenstellen ist immer so eine ganz große Begründung seit den 60er Jahren, um uns zu verstehen, diese Trägheit der Preise. Da gibt es wenig Diskussion darüber. Die Frage ist nur die optimale Modellierungsstrategie für moderne Makroökonomen. Und dann haben wir sozusagen das als Grundlage für eine Rehabilitierung, also eine Wiederbelebung, eine Wiedergutmachung für die Sünden der Phillips-Kurve der 70er Jahre. Das habe ich letztes Semester ziemlich weit ausgeführt über die Krise in der ganzen Welt. Das sind fast 50 Jahre her, aber es war wirklich eine Krise. Sie können sich nicht vorstellen, was es heißt, 10% oder 15% Inflation pro Jahr zu haben. Nicht eine Entwertung der Nominalwerte überall links und rechts. Und da müssen Gewerkschaften und Firmen immer auf der modernen und aktuellen Entwicklung sein, um quasi eine Aufrechterhaltung der realen Vergütung für ihre Arbeit und Kapitaleinsätze zu bekommen. Also wir hatten das abgeleitet. Hier ist die Gleichgewichtsbedingung noch einmal bei Inflationsrate als erste Differenz der logarithmierten Werte der Preisindizes, die als Grundlage für die Inflationsberechnung dienen. Also Sie wissen ja, das haben Sie in Makro 1 sehr gut verstanden, die Inflationsrate kann anhand von einem Verbraucherpreisindex gemessen werden. Es kann auch mit Hilfe des Deflators, des BIP, Paasche-Index, das sind zwei verschiedene Konzepte, man kann auch andere Hybride nehmen, also die Gewerkschaften bevorzugen eine Sichtweise, die Firmen, die Unternehmen, die Arbeitgeberverbände wollen auch die andere, weil sie verschiedene Interessen haben, aber letztendlich geht es in der langen Frist um dasselbe, die Entwertung des Geldes im Zeitverlauf. Und in unserem Modell haben wir festgestellt, dass bei dem Verhalten der Unternehmen diese Inflationsrate sich ergibt als Gleichgewicht, und das lässt sich sehr schön auf drei Quellen herunterkochen. Erstmals eine Komponente, genau wie in meiner Zerlegung vor 2 Wochen, habe ich eine ganz grobe Zerlegung hingestellt, einfach so wie Solo, aber hier ist es wirklich aus der Theorie abzuleiten. Erstens eine Komponente, die von den Erwartungen der preissetzenden Firmen beinhaltet. Und diese R ist so eine Art Abzinsungsfaktor, also nahe 1, bei Quartalsdaten fast 1. Also insofern ist die Inflationsrate heute sehr, sehr eng verkoppelt mit der erwarteten Inflation morgen. Warum? Weil die Firmen tatsächlich vermeiden wollen,
unnötig sehr, sehr schnell ihre Preise zu einem Zeitpunkt anzuheben oder zu senken, wegen der Verärgerung und so weiter. Dann kommt die zweite Komponente, da ist diese, wir sprechen von naja, Cost-Push oder Inflation. Das heißt, wenn die zu erwarteten Kosten ansteigen, wird das natürlich auch eine Rolle spielen. Aber hier geht es um die gegenwärtigen Kosten. Und das ist ein Rennen zwischen Beta, das ist die, ja, die, der Verlauf der Grenzkosten bei einer Erweiterung des Outputs. Wenn das relativ niedrig ist, wird diese Auswirkung gegenwärtig sehr, sehr klein sein. Und im Zähler und im Nenner gibt es die Kosten der rapiden oder der schnellen Preisanpassung. Je höher C ist, desto langsamer die Anpassung erfolgen wird. Das heißt, klein Beta, groß C heißt eine relativ flache Angebotskurve, eine relative stumpfe Reaktion der Firmen auf gegenwärtige Nachfrage bezogen auf ihre Preissetzungspolitik. Nicht? Eine flache S-Kurve leitet sich aus diesen zwei möglichen und nicht alle widersprüchlichen Quellen. Andererseits, wenn Beta sehr hoch ist, das heißt, die Reagibilität, die Empfindlichkeit der Preissetzung sehr stark ist auf Ausweitung des Outputs, oder wenn C relativ niedrig ist, wird man auch eine sehr steile Angebotskurve vorfinden. Letzte Komponente ist der Schock. Jede Periode gibt es Preiseffekte, die nicht in den ersten zwei Kategorien hingehören. Zum Beispiel Ölpreiserhöhungen, ich werde es später ein bisschen darüber ausführen. Das sind auch so Faktoren, die gerade bei den niedrigen Inflationsraten heutzutage sehr wichtig sind. Also gerade wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die Ölpreise kollabieren, wie sie in den letzten 6 Monaten oder vor 12 Monaten geschehen ist, wird das bei gegebenen Inflationserwartungen und bei gegebener Nachfrage oder Angebots-Output-Lücke, wie wir sagen, wird das zu einem Rückgang der Inflationsrate führen. Und gerade bei niedriger Inflation sind diese Epsilon-Faktoren sehr wichtig bei der Prognose. Es geht natürlich in beiden Richtungen. Es könnte durchaus sein, bei Auseinandersetzungen im Nahen Osten oder OPEC kriegt wieder es auf die Reihe, die Angebotsbedingungen für Rohöl zu verknappen, könnte es dazu kommen, dass wir plötzlich mit Preiserhöhungen zu tun haben. Das wirkt sofort auf die Inflationsrate. Aber nur einmalig, weil diese Schocks tatsächlich per Definition Erwartungswert von Null haben. Okay? Das ist die Angebotsseite, mikroökonomisch abgeleitet. Und Sie werden sehen, wenn Sie sich weiter für die Makro interessieren, gibt es viele, viele Möglichkeiten, eine ähnliche Gleichung abzuleiten. Wenn Sie Roberts lesen, dieses wissenschaftliche Papier, werden Sie sehen, dass Roberts gleich auf die Calvo-Perspektive eingeht und zeigt, dass genauso eine Phillips-Kurve bzw. eine Angebotskurve für die aggregierte Volkswirtschaft abgeleitet werden kann mit Hilfe des Calvo-Ansatzes. Also es gibt zwei und sicherlich noch einige andere, die Sie interessant fänden, die auf ähnliche theoretische Rückschlüsse führen. Also wir haben diese Rehabilitation, wir haben die Inflationserwartungen ein bisschen jetzt breit gefasst. Wir haben so eine Schlange über Pi, das ist in einem Lehrbuch. Sie sollen sich, es gibt sehr viele Zusätze bei diesen griechischen Symbolen, das tut mir ein bisschen leid, aber wir sind eben nicht mal die Physik. Also wir brauchen nicht so viele Symbole, aber wir brauchen welche. Das heißt, wir haben im Lehrbuch gibt es diese Pi-Schlange, das ist so diese Core-Inflation, Underlying Inflation auf Englisch. Eigentlich für uns ist letztendlich hauptsächlich Inflationserwartungen, allerdings mal aus der Vergangenheit in die Gegenwart getragen. Wenn Sie einen Vertrag mit Ihrem Chef vor 2 Jahren mit Inflationserwartungen von damals unterschrieben haben, gelten diese Inflationserwartungen immer noch in Ihren Löhnen, sei denn Sie können Ihren Vertrag kündigen. Das ist ganz wichtig, sich zu merken. Und dann gibt es diesen anderen wichtigen der Faktor, das ist die gleichgewichtige Arbeitslosenquote, U quer Balken. Das sind beide Anker. Diese Idee von Anker ist ein Teil dieser Rehabilitation der Phillips-Kurve. Wir haben festgestellt, dass solange diese zwei Faktoren relativ stabil sind, kann man tatsächlich von einer
Wechselbeziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit in Realtime sprechen. Ansonsten ist das Ding auch instabil. Also insofern beschäftigen Sie sich ein bisschen damit, das ist ganz wichtig. Gerade in Deutschland hatten wir eine Situation, wo die Inflationsrate relativ stabil war und die Arbeitslosenquote in den letzten 6, 7, 8 Jahren gesunken ist. Und das kann sich eigentlich nur erklären durch einen Rückgang der Arbeitslosenquote, die wir als gleichgewichtig bezeichnen. Durch die Arbeitsmarktreformen, eine Effizienz der Arbeitsmärkte, die in den letzten Jahren immer so bewundert wird. Man spricht immer vom Arbeitsmarktwunder Deutschland und so weiter. Vergessen Sie Fußball, denken Sie mal an den Arbeitsmarkt. Diese Stabilität der Inflationsentwicklung bei sinkenden Arbeitslosenquoten kann nur damit einhergehen, also quasi der Druck vom Arbeitsmarkt auf die Preisentwicklung, auf die Kostenentwicklung der Unternehmen hat abgenommen. Gut, das kann man verkoppeln über das Ockenscher-Gesetz und wir haben die Perspektive, wovon wir gleich Gebrauch machen werden, die Übersetzung der Phillips-Kurve in die Angebotskurve der Volkswirtschaft. Nicht? Also, wie gesagt, Lage wird durch zweierlei festgelegt, Koinflation, Peak, Schlange und diese Arbeitslosenquote im Gleichgewicht, U-Querbalken. Das sind beide Faktoren, die man noch als gegeben betrachtet. Bei einer grafischen Analyse kann man die nicht endogenisieren. Man kann deshalb in einer Klausursituation würden Sie die Aufgabe bekommen, ja, analysieren Sie aufgrund einer Veränderung von diesen beiden Faktoren, was passiert mit der Entwicklung. Aber nur wenn Sie etwas weitergekommen sind, können Sie diese beiden dynamisieren, endogenisieren. Also ich spreche immer von Ankern, also das sind zentrale Absolutglieder für diese Kurven und die sind nicht unbedingt konstant und das war der Fehler von der Wirtschaftspolitik in den 70er Jahren. Also noch einmal zur Veranschaulichung, dass dieser Punkt A wäre so eine Art Gleichgewichtssituation und wenn Sie verstehen, was mit diesem beiden Kurven geschehen sind sie fast da. Aber wir wollen natürlich in der Makroökonomik eine kurze Frist entwickeln und studieren. Deshalb müssen wir verstehen, was ist die andere Schere, der andere Teil der Schere, die quasi uns weg von Punkt A wegbringt. Und daher brauchen wir die Nachfrage. Deshalb heute ist das Thema Nachfrage. Noch ein paar Worte zur Koinflation. Wir haben das immer als Inflationserwartung so abgestempelt. Das ist eine Verallgemeinerung eigentlich. Wie gesagt, die moderne Analyse sieht vor, dass die Welt viel komplizierter als unsere Modelle sich entpuppt und zeigt, dass Menschen überlappend in realer Zeit ihre Vertragsbedingungen abwickeln. Man verhandelt nicht jeden Tag neu die Preis- und Lohnzahlungen wieder aus, sondern es gibt sozusagen feste Preise eine Zeit lang und diese Preise sind gegebenenfalls überlappend. Und deshalb haben wir eher von einer Tendenz gesprochen. Deshalb ist diese Core-Inflation eigentlich sowohl vorwärts gerichtet wie im Rothenberg-Modell. Es kann auch rückwärts gerichtet sein. Man könnte sogar unterstellen, dass die Menschen blöde sind. Das mache ich nicht gerne. Das machen die meisten Makroökonomen nicht gerne. Aber es gab eine Zeit, wo man gesagt hat, okay, die Inflationserwartungen sind einfach letzte Periode, basta. Ja? Das ist eine Annahme, die tödliche Konsequenzen hat. In den 60er Jahren hat man gesagt, ja, die Menschen, ja, die achten sowieso nicht auf die Inflation und plötzlich haben sie es doch gemacht und die Inflation hat sich erhöht bei gegebener Arbeitslosenquote. Also, wir gehen traditionell in den meisten Makrokursen von rationalen Erwartungen, also ich sage immer disziplinierende Annahmen, das heißt, wir wollen nicht einfach frei entscheiden darüber, was die Menschen machen. Wir gehen von dem schlimmsten Fall aus, die Menschen verstehen alles. Also die haben tatsächlich eine sehr gute, im Schnitt eine gute Auffassung der Wirtschaftsbeziehungen und treffen ihre Entscheidungen entsprechend. Es heißt nicht, dass sie alles wissen, es heißt, dass sie nur rational sind, sie werden nicht konsistent wieder getäuscht, okay, weil es um ihr Wohlergehen geht, werden sie sicherlich Maßnahmen treffen, um diese Art von Verlusten zu minimieren. Man hat heutzutage sehr interessante statistische Methoden, Erweiterung von bayesianischen Analysen, um zu
Vielleicht die Menschen sind nicht gerade hyper blöd, sie sind auch nicht hyper intelligent, sie haben andere Dinge zu tun und sie lernen über die Entwicklung der Preisbewegungen nur mit einer Trägheit. Das heißt, man kann sogar eine Trägheit in Lernprozessen einführen. Das sind alle so fortgeschrittene Ideen, die auch bei uns zu finden sind. Also insofern kann man von rückwärts und vorwärts gerichteten Inflationseffekten, deshalb, empirisch ist es so, dass die vergangenen Inflationsraten nach wie vor eine sehr starke Einflussnahme auf die gegenwärtige Preisentwicklung haben. Das heißt, wir, selbst wenn wir dieses Modell von Calvo oder von Rothenberg gut implementieren, haben wir eine residuale Erklärungsmacht oder Potenzial von den vergangenen Inflationsraten. Die Inflationsrate, sage ich immer, ist wie ein Tanker. Eine sehr, sehr hohe Trägheit. Deshalb heutzutage die Inflationsrate sehr, sehr niedrig. Und es wird schon einiges, um diese Inflation in Bewegung zu bekommen, weil viele Firmen aus der Vergangenheit auch ihre Entscheidungen selbstreferenziell sozusagen getroffen haben. Deshalb sind die Institutionen wichtig. Also jedes Land sieht ein bisschen anders aus. Frankreich hat ihre Art und Weise, mit der Wirtschaft umzugehen, Deutschland anders, Italien auch anders. Man sieht das tatsächlich in Inflationsdynamiken, die man sozusagen messen kann. Es gibt ernstzunehmende Papiere, die versuchen mal, das unter einen Hut zu bringen. Nicht die Trägheit von Preissetzungen in verschiedenen Ländern ist durchaus unterschiedlich. Das hat für die Geldpolitik auch ein Problem, weil in einer gemeinsamen Währungsunion gibt es nur eine Geldpolitik. Und Sie werden sehen, zum Schluss dieser Lehrveranstaltung gehe ich auf dieses Problem ein. Nicht? Also wenn man nicht gerade sehr homogene Institutionen über Regionen hinweg und versucht, eine gemeinsame Geldpolitik durchzusetzen, kann das durchaus zu Problemen führen. Also der Euro wird ja hier natürlich gemeint. So. Rehabilitation der Phillips-Kurve, Ockensche Gesetz, das sind alle so klausurrelevante Dinge aus eigentlich schon aus dem letzten Semester. Rehabilitation der Phillips-Kurve und die AS-Kurve. Bezug auf Produktionspotenzial, das ist auch Kapitel 3. Also es geht bei uns immer hierbei um die Output-Lücke, die Abweichung von einem langfristigen Trend. Dieser Trend kann sich auch ändern. Betrachtet zum Beispiel Italien, wo es seit fast 10 Jahren kein Wachstum mehr gegeben hat. Die Trendentwicklung in Italien hat sich auch geändert. Deshalb konjunkturelle Unterschiede zwischen diesem und letzten Jahr basieren immer auf einer Schätzung von einem Produktionspotenzial, das durch das Solo-Modell bestimmt wird. Nicht? Das heißt, selbst wenn die Italiener das wollten, so eine ganz große Expansion der fiskalischen Seite, also der Fiskalpolitik, wird immer in Zweifel gezogen, ob die Wirtschaft wirklich um 10% wieder auf den alten Pfad kommt, weil diese Pfad nicht mehr da ist. Y-Querbalken hat sich langfristig geändert. Und da geht es natürlich den Ökonomen umso mehr herauszufinden, was diese Trendentwicklung verursacht hat. Ich habe gerade zufällig in einem Auto gestern den italienischen Botschafter, der gerade darüber geredet hat. Warum wächst Italien seit 15 Jahren nicht mehr? Nicht? Und das würde heißen, bei leicht steigendem Erwerbstätigkeit würde das eigentlich fallende Einkünfte für die Menschen bedeuten. Seine Antwort war, die Deutschen seien zu streng und haben das alles auf Italien auferlegt, aber das kann nicht sein. Wenn man wirklich auf die Entwicklung seit 1995 guckt, hat es schon damals angefangen. Es geht um die reale Volkswirtschaft, die Basisbestimmungen von Trend-Output. Das heißt, wir können nicht alles mal mit einem Modell abbilden, diese langfristigen Dinge, Bevölkerungsentwicklung, Technologie und Kapitalbildung, Investitionen in vernünftigen Industrien, die wachsen. Das sind alle Dinge, die Italien und auch anderen südeuropäischen Ländern im Moment zu beschäftigen bringen. Ja, war eine Frage von irgendjemand? Deutschland
Ja, das ist genau der Punkt, der italienische Botschafter gemacht hat. Das ist auch Angebotspolitik, weil die sinkenden Löhne in Deutschland hat Deutsche in Beschäftigung gebracht. Hat das deutsche Potenzial auf Trab gebracht, möglicherweise auf Kosten von anderen. Aber die Frage ist, ist es die Schuld von Deutschland oder Schuld von Italien? Ich meine, wir sind nicht im Krieg hier. Es ist eine Wettbewerbssituation in der Weltwirtschaft. Und Italien muss sich auch dem Wettbewerb in der Welt stellen. Die Deutschen nehmen nicht die italienischen Märkte weg, sondern die Chinesen und die Inder. Also die traditionellen Stärken von Italien, gerade im Textil- und Schuhbereich, Mode und so weiter, die sind erheblich angekratzt worden in den letzten 20 Jahren. Und das ist was uns Ökonomen auch beschäftigen muss. Ja, wie positioniert man sich ein Land? Ja, gerade in diesem Marktsegment makroökonomisch viele große Aufgaben zu erledigen hat. Nicht? Aber das ist für die detaillierte Analyse für UniCredit zum Beispiel, die haben große Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Ja, die Situation ist möglicherweise nicht so schlecht, wie ich das schildere, weil die Italiener gerade letztes und vorletztes Jahr große Reformen durchgeführt haben und diese Reformen brauchen auch Zeit. Aber vielleicht kommt dieses Y-Querbalken wieder in Bewegung und die Italiener werden wieder wachsen. Ja, also noch einmal diese Anker. Ich sage das immer wieder, weil ich möchte, dass Sie das sich merken. Alles im Lehrbuch. Auch die Symbole. Ja, was passiert, wenn einer von diesen Ankern in Bewegung kommt? Also bei uns ganz die klassische Analyse, die wir im letzten Semester hatten. Die Inflationserwartungen steigen an und da verschiebt sich bei gegebenem Arbeitslosen oder Arbeitslosen bei gegebener Arbeitslosenquote oder gegebenem Output die entsprechenden Kurven nach oben. Das sollte man als dauerhafte Erhöhung sehen. Also was passiert, wenn zum Beispiel in einem Land richtig dauerhafte Inflationsbedingungen vorhanden sind, die Erwartungen der Politik sind eben dementsprechend danach, dass die Inflationsrate höher ausfällt. Das ist zu unterscheiden von diesen Schocks, die ich erwähnt habe. Das heißt, einmalige Schocks, wie die hier aufgelisteten, können zu einer Verschiebung der Inflationsentwicklung. Dennoch bleiben die Core-Inflationen Raten oder die Koinflation relativ stabil, weil die Menschen nicht erwarten, dass die Politik langfristig darauf reagiert oder dass der Anker sich anpasst. Wir haben das häufig gesehen mit diesen Importpreisentwicklungen. Es wird sehr heftig in der Bundesbank diskutiert, zum Beispiel, ob die Preisrückgänge von Öl von 100 auf, was weiß ich, 35, 40 Dollar, ob das wirklich ein Angebotsschock sei, der sich in die Koinflation einbettet. Und wenn das der Fall wäre, würde die Inflationsrate richtig niedrig ausfallen. Umgekehrt, wenn die Ölpreiserhöhungen kommen, gehen die Menschen von höheren Inflationsraten für die nächsten 20 Jahre aus. Die Antwort ist in der letzten Zeit nicht. Aber vor 30 Jahren war das anders. Die Menschen haben erwartet, dass die Politik die Nachfrage ankurbelt und quasi Inflation zu validieren. Also diese anderen Möglichkeiten können Sie sehen, also Mehrwertsteuererhöhungen, die kräftig sind, also zum Beispiel in Griechenland, kann durchaus dazu führen, dass die Preisentwicklung in diesen Perioden höher ausfallen, als was die IWF der IWF in ihren Modellen herausrechnen würde, weil die Menschen natürlich versuchen, diese Steuern als Preisentwicklung weiterzugeben. Also es gibt temporäre Einflüsse und die langfristigen Erwartungen. Gut, jetzt wechsle ich das Thema, wechsle ich den Gang. Wir gehen jetzt zu der anderen Seite, die ARD-Kurve. Also das heißt, wir haben nur eine Palette von Möglichkeiten. Die Frage ist, was macht die Wirtschaft von der Nachfrageseite, um quasi diese Kombination von Output-Lücke und Inflation zu bestimmen? Man kann es als Verbindungsglied sehen. Also das heißt, wir haben noch keine vollständige Modellierung der Vorgänge in der Volkswirtschaft, das uns interessiert. Und ich sage immer, die ASAD-Analyse ist eine Möglichkeit zu erklären, warum die Korrelation zwischen Output und Inflation entweder stark positiv oder stark negativ ist.
in eine Zeit, wenn sie positiv ist, kann man immer davon ausgehen, dass es eher aus der Nachfrage kommt, nicht? Rechtsverschiebung der Nachfrage bei gegebener Position der AS-Kurve, wohingegen negative Korrelation eher auf Angebotsschocks oder Veränderungen der Inflationserwartungen zurückzuführen sind. Das kann man sehr schön in den Daten sehen. Das können Sie heute nach der Vorlesung, können Sie mal Daten von vom IWF runterladen und einfach mal angucken, einfach mal berechnen. Die Inflationsrate und Wachstumsrate, die IWF-Daten, soweit ich weiß, es gibt sogar eine Schätzung vom Potenzial. OECD auf jeden Fall, können Sie das auch mal angucken. Also Output Gap kann man tatsächlich schätzen und diese Schätzungen werden sehr ernst genommen. Aber hier geht es darum, wie verstehen wir die Nachfrage in diesem Rahmen? Also wir hatten ISTR, das ist schon einmal die Nachfrage analysiert aus der Perspektive der Preisträgheit, also keine Bewegung der Preise. Das war die Grundannahme der keynesianischen Analyse. Das war eine sehr große Hilfestellung, aber nicht keineswegs komplett und vollständig. Wir können die ganze Nachfrage als eine Erweiterung der ISTR-Analyse bei variablen Inflation sehen. Also in dem Moment, wo das Preisniveau in Bewegung kommt, hat das Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik. Es hat Auswirkungen auf die Nachfrage, die private Nachfrage. Nicht? Und genau das machen wir jetzt verbal und dann zum Schluss formal. Und ja, jetzt müssen Sie Ihren Kopf richtig reinschrauben und darüber nachdenken, wie funktioniert das? Und dadurch kommt meine große Bedingung. Also in welchem Regime befinden wir uns? Und jede Volkswirtschaft, groß oder klein, hat eine Politikentscheidung zu treffen. Begibt man sich in ein System fester Wechselkurse und man schließt sich der Geldpolitik einem anderen Land an letztendlich? Man gibt auch auf, die Geldpolitik selber zu bestimmen, oder macht man Unabhängigkeit in der Geldpolitik, bestimmt eigentlich den Zinssatz und über die Taylor-Regel macht man einfach, was man will. Das sind reichlich Beispiele aus der Weltwirtschaft, aus Skandinavien. Also Sie haben einmal Finnland, Mitglied des Euro-Raums, Mitbenutzer des Euro. Dann haben Sie Dänemark, Mitglied im EWS2, Festkurssystem, eigenes Geld, aber keine Geldpolitik. Finnland ohnehin keine Geldpolitik. Die haben ein Mitglied im Direktorium, im Zentralbankrat. Nationalbank ist eigentlich machtlos. Dänemark hat eine auch relativ machtlose Zentralbank. Die können natürlich sich befreien von dem Wechselkursregime. Solange sie Festkurse haben wollen, müssen sie intervenieren am Markt. Und heutzutage mit Kapitalflüssen in Milliardenhöhe ist es sehr schwer, was anderes zu machen. Und dann gibt es das andere Extrem, Schweden. Schweden hat einen frei flotenden Wechselkurs, hat eine Taylor-Regel. Der Entwickler von dieser Taylor-Regel, einer der großen Darsteller davon, ist Lars Svensson, einer der größten Volkswirte seiner Generation, hat gerade diese Taylor-Regel für Schweden implementiert. Und die haben, wenn Sie nach Schweden gehen, merken Sie, manchmal ist die Krone billig, manchmal ist sie teuer. Das sind verschiedene Instanzen, die wir haben. Es gibt reichlich Beispiele quer durch Europa, auch in der Welt. Und das müssen wir alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Und das versuchen wir ohne großen Bezug auf die Mathematik zunächst einmal mit Abbildungen. Okay? Und dieses Regime, Wechselkursregime, ist maßgeblich, ist entscheidend für sowohl den Anstieg, also die Steigung dieser Kurve, der Nachfragekurve, steil oder flach, als auch die Lage. Also je nachdem, in welchem Regime Sie sich befinden, müssen Sie quasi auf andere Größen zurückgreifen, um die Position der AD-Kurve festzulegen. Wir machen das nur logisch jetzt, aber später, wie gesagt, spätestens in anderen Lehrveranstaltungen, es gibt, ich habe gehört, dass es sogar eine internationale Makrovorlesung, die geplant wird nächstes Jahr, das könnte total spannend sein, vielleicht gehe ich auch hin, im Bachelorbereich. Ja, also das Bild ist immer dasselbe. Das Bild ist das gleiche, ob flexible Wechselkurse
worum es geht eigentlich, ist, wo die Anker sind, was bestimmt die Anker. Vor allen Dingen die Inflationsrate in der langen Frist. Okay? Und wir werden uns mit Verschiebungen beschäftigen, das heißt Lagerparameterverschiebungen. Gleichzeitig kann es auch dazu kommen, dass AS in Bewegung kommt. Das heißt, wenn Sie die Daten einfach mit bloßen Augen angucken, haben Sie ein Problem. Sie haben das klassische Identifikationsproblem. Nicht? Wenn Sie Preise und Mengen von Äpfeln angucken in einem Markt, sehen Sie manchmal, die Preise gehen rauf, die Mengen der verkauften Äpfel geht zurück und dann manchmal geht der Preis rauf und oder vom Spargel, das ist ein sehr gutes Beispiel, Spargelpreis geht rauf und die Mengen der verkauften Spargelstangen geht auch mit rauf. Ist es Nachfrage oder Angebot? Naja, das Verhängnis der Volkswirtschaftslehre ist, dass wir das nicht wissen können, wenn wir nicht mehr Informationen ins Spiel bringen. Nicht? Also die bloße Korrelation von Preis und Menge ist nicht eindeutig bestimmt durch diese beiden Kurven. Wir müssen mehr Informationen haben, wir müssen Identifikationsannahmen finden. Was schifft AD? Und wir sind tatsächlich sicher, dass diese Faktor nicht AS verschiebt oder verschieben lässt. Diese Art von Identifikation ist eine Grundlage der ökonometrischen Analyse. Wenn Sie weiter in der Ökonometrie gehen, das ist eine der größten Kopfschmerzen, die wir eigentlich haben in unserem Fach, ist die Identifikationsproblematik. Aber wir würden zunächst einmal AD angucken in Isolation und fragen, was lässt diese Kurve verschieben. Zunächst einmal Lagerparameter. Letztendlich im Lehrbuch haben Sie es auch gesehen oder werden Sie es sehen. Es gibt, wir haben schon eine Long Run Aggregate Supply, das ist dieser Output durch das Potenzial gesetzt. Aber was wir auch noch machen, ist eine Art LAD. Wir werden langfristig mal sehen, dass bestimmte Faktoren langfristig auch eine Inflation herauspicken aus dieser Palette von Möglichkeiten. Entweder wird das von der Politik bestimmt in der Variante der flexiblen Wechselkurse oder es wird von den anderen Ländern bestimmt. Hänge ich mich in meinen Wechselkurs an einem anderen Land, kaufe ich mit die Inflationsrate in diesem anderen Land mit ein. Ich muss in Kauf nehmen, dass die Inflationsrate der anderen meine Inflationsrate ist. Das ist so logisch. Ja? Solange der reale Wechselkurs stabil bleiben, dann habe ich die Inflationsrate der anderen. So ist es in Dänemark. Die Dänemark müssen sich damit abgeben, dass sie die europäische Inflationsrate kurz oder lang, solange sie in einem Festkurssystem akzeptieren. Es ist eine Schattenexistenz letztendlich. Und das ist genau die Aufgabe der Geldpolitik, die wir meinen. Dann fangen wir jetzt an. Also für Leute, die gehen jetzt, bitte lesen Sie mal Kapitel 13. Das ist sehr wichtig, ja? Nicht vergessen. Ich meine Sie jetzt. Ja, ich weiß, es gibt wichtigere Dinge zu tun. Tschüss. Ja. Also die AD-Kurve bei festen Wechselkursen. Ich mache es logisch. Wie gesagt, logisch, weil es... Ich möchte, dass in 10 Jahren Sie die Zeitung lesen und sagen, ja, das habe ich mal gemacht in Marco II. Burda hat das erzählt und ich habe mir das gemerkt. Nicht? Und ich kann sogar eine kleine... Sie werden die Mathe nicht mehr sich merken. Es sei denn, Sie machen VWL professionell. Nicht? Also es geht hier um diese Effekte. Es geht um den realen Wechselkurs. Was passiert bei festen Wechselkursen nominal, wenn man einen realen Wechselkurs angucken will? Realer Wechselkurs lässt sich nach wie vor definieren. S P durch P Stern. S sei unser Wechselkurs. Was kostet unser Geld in den Geldeinheiten der anderen? Also Euro zum Beispiel, wie viel Dollar kostet ein Euro aus der Perspektive der Europäer? P sei der europäische EU-weite Das EU-weite Preisniveau, P-Stern sei die Amerikaner. Okay? Preisniveau der Amerikaner. Und das ist ganz einfach. P-Stern sind die jeweiligen Inflationsraten. Alles ohne Bezug auf Periode. Das können Sie immer Indizes einfügen und das in diskrete Zeit messen. Aber letztendlich in einer Periode, wenn Pi größer P-Stern ist, heißt es, unsere Inflation lag höher. Unser Preisniveau in der nächsten Periode liegt höher, proportional zu P-Stern. Wir haben eine reale Aufwertung, unsere Güter werden teurer, Ihre Güter werden billiger, Nachfrage schwappt ins Ausland, netto, PCR geht zurück. Okay? In der Sprache der ISTR, IS-Kurve verschiebt sich nach links. Das haben Sie alle letztes Semester gemacht. Das ist die Logik.
Daher bei gegebenem P-Stern, eine Erhöhung der Inflationsrate muss mit einer geminderten Nachfrage verbunden sein. Ebenso kann man das in ISTR wieder, wie gesagt, ableiten. Die Logik habe ich schon letztes Semester erzählt, aber das dürfen Sie nicht vergessen. Die Zentralbank ist verpflichtet zu intervenieren. Es gibt keine Geldpolitik bei festen Wechselkursen. Die TR-Kurve kann man einfach vergessen, hat keine Relevanz, weil es keine Geldpolitik gibt. Die Dänen haben keine Freiheit, ihre eigenen Zinssätze zu setzen, es sei denn, sie wollen ja mitmachen mit dem, was die europäische Geldpolitiker machen. Mit der Konsequenz, dass die Nachfrage zurückgeht. Okay? Das heißt, eine erhöhende Inflationsrate mit einer Senkung der Nachfrage verbunden, die Nachfragekurve, aggregierte Nachfragekurve muss negativ geneigt sein. Okay? Kann es umdrehen, auf den Kopf stellen. Wir haben niedrige Inflation. Gutes Beispiel ist Deutschland gegenüber Italien. Ja, erst gleich 1. Es ist der absolut härteste Wechselkurs, den Sie haben. Pi kleiner Pi Stern heißt reale Abwertung. Unsere Nachfrage wird angekurbelt, vielleicht auf Kosten der Italiener. Das heißt, unsere IS-Kurve verschiebt sich nach rechts. Rückgang der Inflation wird mit einer Erhöhung der Nachfrage verbunden bei festen Wechselkursen. Das ist die primäre Wirkung. Es gibt andere Wirkungen, die man auch ableiten kann, zum Beispiel über den realen Zins, aber der fällt nicht so ins Gewicht wie hier diese. Okay? Das heißt, wir werden bei festen Wechselkursen eher auf die reale Nachfrage einschießen über den Wechselkurs. Selbe Logik. Okay? Was ist die Position dieser aggregierten Nachfrage? Das habe ich schon angedeutet. Das hängt im Wesentlichen mit der Inflationsrate im Ausland zusammen. Das heißt, bei gleichgewichtigem Output oder bei Output-Lücke von 0 bin ich am Niveau der Auslandsinflation. Also wenn man Dänemark wieder mit Deutschland vergleicht, die Pi-Stern für die Dänen sind die EU- oder Euroland oder deutsche Inflationsrate, gerade ja, vorwiegend Deutschlands Inflationsrate. Das würde heißen, das ist der Anker, das ist das System. Kämen die Deutschen auf die Idee, mal die Inflationsrate um 2% oder sagen wir mal die EU, der EU-Raum, das ist nicht nur Deutschland, käme der EU-Raum auf die Idee, die Inflationsrate zu erhöhen, wenn das exogen erhöht worden wäre, dann würde man eine Erhöhung dieser finden. Und kurz oder lang müssten die Dänen auch eine höhere Inflationsrate annehmen, es sei denn, sie geben den Wechselkurs auf und machen eine Aufwertung. Ja, was verschiebt diese Kurve? Also wir haben jetzt gerade den Anstieg, die Steigung der Kurve analysiert. Jetzt können wir uns die Frage stellen, die Kurve verschiebt sich auch. Ich meine, das ist das Größte, was Marshall uns geschenkt hat vor 100 Jahren, ist diese Möglichkeit, die Weltereignisse einzuteilen in Bewegung entlang einer Kurve und Bewegung oder Verschiebung der Kurven selbst. Also was verschiebt diese Kurve? Zunächst einmal Veränderung dieser Inflationsrate im Ausland, die als gegeben angenommen wird. Die Dänen können nicht die Euro-Raum-Inflationsrate beeinflussen. Das ist eine Sache. Und zweitens gibt es andere Dinge, die man bei gegebener Inflationsrate bewirken kann. Also zum Beispiel, man kann die realwirtschaftliche Nachfrage bei gegebener Inflationsrate erhöhen oder absenken, indem man politisch die aggregierte Nachfrage beeinflusst. Wie macht man das als Staat? Man kann die Haushaltsausgaben erhöhen, kann alle Beamten mehr Geld geben, man kann ein paar Brücken bauen, Autobahnen renovieren, BER noch einmal bauen, vielleicht gelungenerweise zwischen Hamburg und Berlin, das ist meine Lieblingsidee, neue Humboldt-Universität hinstellen, also alles, was G erhöht bei gegebenen Faktoren, oder man senkt die Steuern, das ist auch attraktiv, man könnte die Steuern senken, es wird auch das verfügbare Einkommen beeinflussen und private Ausgaben für Konsumgüter erhöhen. Man könnte auch die Investitionen subventionieren und sonst was. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Nachfrage zu steuern. Manchmal kann man das, wenn man schwarze Null hat. Manchmal geht es nicht, wenn man viele Schulden hat. Ja, das ist auch ein Problem. Das ist nicht, man kann es nicht im politikfreien Raum machen.
Es gibt da tatsächlich Beschränkungen in der Politik in vielen Hinsichten. Also die realwirtschaftliche Veränderung der aggregierten Nachfrage. Denken Sie mal an ISTR, eine Erhöhung von G lässt verschieben die IS-Kurve nach rechts oben und eine fiskalische Kontraktion, also Steuererhöhung oder Ausgabensenkung, würde die IS-Kurve nach links verschieben. Das ist auch eine einmalige Auswirkung auf die Nachfrage bei gegebener Inflation und nicht als für immer zu betrachten. Das ist eine einmalige Verschiebung. Kurve bei, betrachten Sie die Inflationsrate als eine Dynamisierung der ISTR-Analyse. Das heißt, eine einmalige oder vielleicht kann man zweimal eine Erhöhung der fiskalischen Impulse bewirken, aber nicht jede Periode. Das heißt, diese Kurve verschiebt sich in der Analyse wieder zurück. Sie sollen auch im Klaren sein, dass Länder diese Politik aufgeben kann. Man kann ein Festkurssystem aufgeben. Das haben die Deutschen gemacht im Jahr 92 nach der Wiedervereinigung. Es gab eine große Aufwertung der D-Mark. Das könnte man als Aufgabe. Jedes Mal, wenn Sie die Regeln ändern, wenn Sie einen neuen Wechselkurs oder eine neue Parität auswählen, ist es schon eine Politikänderung. Oder Sie geben es voll auf. Die Italiener haben 92 die Interventionsbandbreite von 2¼ plus minus auf 15% ausgeweitet. Das ist fast wie keine Wechselkurspolitik mehr. Und Sie können natürlich auch versuchen, die Verkehrsbewegungen, also den Verkehr in kurzfristigen Kapital zu stoppen. Also das ist eigentlich No-Go, man macht sowas nicht mehr, aber es gibt immer Länder, die es versuchen. Ich meine, Zypern oder Island haben teilweise Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Warum? Weil ungebremste Kapitalflucht tatsächlich ganz große Auswirkungen haben kann. Auf den Wechselkurs, auf alles. Und kann die Stabilität eines Landes in Gefahr bringen. Ist nicht gerade gut für eine liberale Marktordnung, aber auf jeden Fall wird das gemacht. Ich als objektiver Beobachter sehe das ab und zu mal passieren. Und das ist eine Wiedereinführung, die Kontrolle über die Geldpolitik. Man kann, wenn man die Kapitalverkehrsbewegungen eindämmt, kann man tatsächlich wieder Kontrolle über die eigene Geldpolitik bekommen, aber man hat natürlich andere Preise. Man wird Investoren aus dem Ausland für eine lange Zeit abschrecken und deshalb wird das nicht häufig gemacht. Es hat große Risiken. Gut, jetzt wechseln wir zum anderen Regime, zu flexiblen Wechselkursen. Da wird es komplizierter, noch komplizierter, wenn Sie wollen, weil die ganzen Effekte ein bisschen anders zustande kommen. Wir werden diesmal weniger Betonung auf den Wechselkurs bei flexiblen Wechselkursen legen als bei der Geldpolitik selber. Sie haben wieder Ihre eigene Geldpolitik als Land mit flexiblen Wechselkursen. Da können Sie machen, was Sie wollen. Sie können Ihre eigene maßgeschneiderte Taylor-Regel durchführen. Nicht? Also Hochzins bei boomender Wirtschaft oder man kann einfach das lassen. Flache TR-Kurve, ist alles Ihre Sache. Sie können selber bestimmen. Und deshalb geht die vorwiegende Effekte über den realen Zinssatz. Und das werden wir später mit dem Modell erklären. Das heißt, wenn die Inflationsrate gegeben ist, eine Erhöhung der Nominalzins führt zu einer Erhöhung des realen Zinssatzes und das führt zu einer Abbremsung oder Ausbremsung der Nachfrage. Man kann auch den realen Wechselkurs mit einbeziehen, aber das ist ich mache gerne diese Trennung, diese Dichotomie, um quasi das Verständnis zu fördern. Okay. In diesem Fall ist die Lage der AD-Kurve eigentlich völlig anders. Es hängt davon ab, was die Zentralbank will. Die Zentralbank bei flexiblen Wechselkursen, bei eigener selbstbestimmten Geldpolitik, kann selber die Inflationsrate bestimmen. Deshalb Pi quer Balken, das ist die Zielinflationsrate der Zentralbank. Die Zentralbank sagt, wir wollen 3% Inflationsrate haben, dann kriegen sie das. Sie werden alles tun, um das durchzusetzen. Oder man kann in anderen Ländern. In der Türkei hat man traditionell ein bisschen höhere Inflationsrate eingependelt, aus verschiedenen Gründen. Oder es gibt Länder, wo das gar nicht ausgesprochen wird, aber ganz klar, die Inflationsrate ist eigentlich eher so bei 20%. Das nehmen wir einfach in Kauf. Okay? Die Taylor-Regel lässt uns mal dieses Modellieren durch Pi quer Balken.
Okay? Und es gibt nachfragewirksame Schocks aus der realen Wirtschaft, aber wir traditionell heben hervor diese geldpolitischen Schocks, die wichtiger sind, wenn der Wechselkurs frei bestimmt wird. Sie werden gleich sehen, warum. Weil der Wechselkurs zum Teil anpasst, um bestimmte Nachfrageeffekte wieder auszugleichen. Es gibt so eine Art Crowding in, wenn man eine restriktive Geldpolitik fährt. Das heißt, der Wechselkurs schießt in die Höhe und verdrängt die Exporte. Das ist der Nachteil von der eigenen Geldpolitik. Die Wechselkurse bestimmen die realen Wechselkurse relativ schnell und tatsächlich kann dazu führen, dass die Zentralbank mit ihrer Geldpolitik bestimmte Konsequenzen für die PCA-Entwicklung haben. Also wie sieht das genau aus? Wir müssen ein paar neue Begriffe einführen. Zunächst einmal die Zinsentwicklung. Wenn Sie eigene Inflationsrate haben, Sie nicht mehr die Inflationsrate der anderen haben, dann müsste man eigentlich den Realzins auch anpassen mit der eigenen Inflationsrate. Und das heißt, ich meine, die Leute können natürlich auch mal vergleichen, was bringt eine Einheit Geld in Deutschland angelegt, beziehungsweise eine Einheit Geld angelegt in den USA. Ja, wie lässt sich das vergleichen? Heute haben wir vollkommene Kapitalmobilität. Da muss man tatsächlich die Zinssätze vergleichen mit Rücksicht auf die zu erwartende Inflationsentwicklung, der Wechselkursentwicklung. Und diese kann man tatsächlich auch zurückführen auf die Preisentwicklung. Also der Zins auf der rechten Seite ist, oder diese Rendite auf der rechten Seite, wird verglichen mit der Bruttorendite auf der linken Seite. Auf der linken Seite habe ich die Erträge, wenn ich nehme 1 Euro und investiere hier in eine Anlage, die relativ risikolos ist, zum Beispiel Bundesschatzbriefe oder sonst was. I ist bekanntermaßen sehr niedrig im Moment. Also ich würde sagen 0,2%. Es war eine Zeit lang nach der Wiedervereinigung bei 5 oder 6%. Kommt immer darauf an. Da vergleicht man das mit den Erträgen aus den USA. Zunächst einmal muss ich das Geld wechseln. Ich muss mein Euro in Dollar umwandeln. Und dafür kriege ich ST-Dollar. Die investiere ich, die lege ich an zum Zinssatz I-Stern, zum Zeitpunkt T bekannt. Nicht? Was nicht bekannt ist, was mit meinen Dollar passiert. In einem Jahr nach dem Ablauf dieser Anlage kriege ich 1 plus I-Stern sub T mal S zurück, muss sie aber in Dollar zählen und dann muss ich das umrechnen in Euro zu einem Wechselkurs, den ich nicht kenne. Und deshalb muss ich teilen durch S T plus 1 und zwar in Erwartung. Also wenn Sie wollen, bilde ich eine Erwartung darüber. Und das, wenn ich gleich gültig bin zwischen diesen beiden Investitionsmöglichkeiten, würde es eine Gleichung wie diese herstellen. Das heißt, die sogenannte ungedeckt, weil ich das nicht absichern kann, Zinsparität. Ich gehe auf Risiko ein, wenn ich die Dollar kaufe. Und wenn ich risikoneutral wäre, würde ich einfach diese als in Erwartungswert betrachten. Also ich kriege hier 0,2%, das ist ganz wenig. Ich kriege mein Geld gerade zurück. Und dann würde ich natürlich bereit sein, wenn die US-Renditen 1% bringen, das in Kauf zu nehmen, selbst wenn der Dollar ein bisschen abwertet. Nicht? Und dann bin ich, so denken die Menschen, die denken ja, mit wie viel Abwertung bin ich einfach bereit zu leben und trotzdem in Erwartung, was Besseres aus der US-Anlage zu verdienen. Nicht? Also man kann das anpassen. Es gibt Leute in der Finanzierungswissenschaft, die das mit Risikoanpassung oder Risikoprämien und sowas machen. Man kommt immer auf ungefähr die gleiche Schlussfolgerung, dass I und I-Stern sich so bewegen, gegeben eine Erwartung der Abwertung oder Aufwertung. Und wie gesagt, es gibt unglaublich interessante Zeiten im letzten Jahrhundert, wo S sich
sehr, sehr gewaltig nach oben, nach unten geschoben hat. Das heißt, Leute haben ex post Konsequenzen aus ihren Investitionsentscheidungen getroffen. Aber ex ante weiß man nicht, wo der Wechselkurs hingeht. Es gibt sogar gute Evidenz, dass die periodischen Entwicklungen von ST ein Zufallsvariable entspricht wie eine Random Walk. Das heißt, meine beste Erwartung von dem Wechselkurs morgen ist der Wechselkurs heute. Und wenn das der Fall ist, dann sieht man schon eine gewisse Gleichheit der Zinssätze in beiden Regionen. Das kann eigentlich nur bei flexiblen Wechselkursen sein, weil wenn man feste Wechselkurse hätte, wäre ST immer ST plus 1. Nicht? Es sei denn, man erwartet das Kollabieren des Systems. Aber das ist was ganz anderes. Solange die Inflation, die Abwertungserwartungen aus der Welt geschaffen ist, in einem Festkurssystem sind I-Stern und I gleich, aber nicht bei flexiblen. Die Zinsdifferenziale widerspiegeln eine erwartete Ab- oder Aufwertung. Sie fragen sich vielleicht, was ist gedeckte Zinsparität? Wenn Sie das interessieren, dann gehen Sie bitte mal zu den Banken. Das ist genau, was die Banken machen. Die machen eine abgesicherte Anlage, indem man über Forward Markets, also Termingeschäfte oder man handelt vorwärts quasi einen Wechselkurs mit absoluter Sicherheit, also bis auf die Risiko, dass die Bank eingeht. Und das ist was anderes. In dem Sinn kann man tatsächlich ein Forward Rate, also einen Preis von Dollar ausgezahlt in 3 Monaten oder in einem Jahr, anstatt S mit Vorsubskript T und Postsubskript T plus 1 einsetzen. Wenn man die relative Kaufkraftparität dazu nimmt, wenn Sie das überhaupt sehen können, dann würde man tatsächlich eine Entsprechung zwischen den Entwicklungen den Inflationsraten und dem Wechselkurs zusammenbringen. Wenn das nicht der Fall wäre, würde man langfristig auch eine reale Auf- oder Abwertung bekommen. Das heißt, man hat schon in bestimmten Rahmen sich zu bewegen. Das heißt letztendlich, dass die Realzinssätze vergleichbar sind. Also wenn man erwägt, in den USA zu gehen, real zu investieren, würde man tatsächlich die Kaufkraftparität mit berücksichtigen. Und das gilt natürlich nur bei freiem Kapitalverkehr. Ja, und jetzt kommt die absolut wichtigste Frage, was passiert mit dem Zins? Wir hatten schon eine Theorie im letzten Semester, die sogenannte Taylor-Regel. Das heißt, die Geldpolitik lässt sich kompakt darstellen in einer Abhängigkeit. Die Zentralbank reagiert nicht unbedingt wie eine Maschine, aber sie macht das nicht ganz diskretionär. Die haben eine Regel. Die sagen, okay, wir hassen die Inflation. Wenn die Inflation anzieht, ziehen wir den Zins an. Oder wenn die Wirtschaft zu schnell expandiert, dann müssen wir das ausbremsen, weil wir Angst haben, dass irgendwas anderes passieren kann. Oder sie tun sowas eben weniger extrem. Und das hatten wir als eine tolle Taylor-Regel verwendet. Gucken Sie mal genau hin. Also der erste Teil ist der Zielzins der Zentralbank. Nicht? Also bei normalen Zeiten, wenn die Inflation am Ziel ist und Output Gap, das kann man als Output Gap, der zweite Teil, am Ziel sind, dann ist man am Zielzins. Und wenn die Inflationsrate anfängt anzusteigen gegenüber von unserem Ziel, dann heben wir die Zinssätze nominal an. Das wäre A, die Empfindlichkeit der Zinspolitik auf Inflation, und B wäre die Empfindlichkeit der Zinspolitik auf die Output-Lücke. Also Sie können diese hier sollten Sie als Output-Lücke, ich werde das mal korrigieren in der nächsten Folie, man teilt durch Y quer Balken, das ist eine Lücke, eine prozentuale Abweichung Y von Y quer Balken. Das haben wir schon mal letztes Semester gemacht. Man kann das ein bisschen umformen, weil die Zielsetzung der Zentralbank muss konsistent mit ihrem eigenen Ziel Inflationsrate sein. Das heißt, letztendlich wählt die Zentralbank einen realen Zinssatz als Ziel. Und dann gibt es die tatsächliche Inflation. Dann gibt es die Zielinflation der Zentralbank, Pi quer Balken. Wir nehmen das an, dass es konstant ist, wie die Bank of England oder die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank setzt 2%. Bank of England Richtung 2,5-3%. Das heißt, man sieht sofort,
dass eine Erhöhung der Inflationsrate zu einer Erhöhung der Zinssetzung führt. Und das ist der Clou. Das ist der Clou. Wenn die Inflationsrate ansteigt, geht die Zentralbank bei gegebenem Peak Querbalken vor, hebt die Zinssätze an und das drosselt die Nachfrage. Und das kann man tatsächlich so sehen. Ich gehe in die falsche Richtung jetzt. Was ist da passiert? Das heißt, wir können das einsetzen in die Nachfrage, Konsumfunktion, Investitionen, vor allem Investitionsfunktion, Erhöhung der reale Zins führt zu einem Rückgang der Investitionen, zu einem Rückgang der Nachfrage. Sie sehen ja, dass der Anstieg, die Steigung der AAD-Modell ist davon abhängig, in welchem Regime man ist. Wenn die reale Zinsentwicklung tatsächlich von der Zentralbank beeinflusst wird, ist es durchaus der Fall, dass die AD-Kurve eine andere Steigung hat, als wenn man in einem Festkurssystem ist. Was können wir zusammenfassen? Wir machen gleich die formale Analyse. Also Zusammenfassung, wir haben feste Kurse, flexible Wechselkurse. Die AD-Kurve ergänzt, vervollständigt das Modell. Wir können in der nächsten Stunde, werde ich das mal zeigen, ich habe das schon angedeutet, man kann Korrelationen interpretieren, erklären. Das mache ich auch mit MBAs, also selbst MBAs können das verstehen. Sie brauchen nicht das analytische Werk, es ist auch eine ganz tolle Sache. Man muss im Klaren sein, was es gibt für Positionsbeschränkungen, was bestimmt die Position von diesen jeweiligen Kurven, und dann können wir loslegen. Ja? Okay, in den letzten 25 Minuten möchte ich mal jetzt alles das ein bisschen fundierter machen. Und glauben Sie mir, da gibt es viele, viele offene Flanken in dieser Analyse. Es gibt Zentralbanken, die ganze Abteilungen einsetzen, um das zu verstehen. Bei manchen Zentralbanken ist diese Frage existenzieller Bedeutung. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der Zentralbank von Island. Ja, und Island hat richtig einen ziemlich schweren Stand in den letzten 10 Jahren. Die Geldpolitik ist sehr, sehr bedeutend. Muss auch natürlich auch überlegen, was ist das, was eigentlich man aus Island importiert? Wie wird das überhaupt beeinflusst durch die Geldpolitik? Man vergleicht das vielleicht mit Schweden, wo man tatsächlich eine Wirtschaft hat, wie eher der von Deutschland ähnelt. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Aber wir versuchen jetzt eine Mikrofundierung herzustellen, wo man sieht, dass der Zins gerade auf die Investition auswirkt und das vor allen Dingen für Länder mit flexiblen Wechselkursen ganz, ganz wichtige Überlegung ist. Erhöhung der Zins wirkt auf die Konsum- und vor allen Dingen Investitionsausgaben. Zentral für die Entscheidungen, die hinter der AAD-Kurve liegen, sind die Haushalte. Okay, das ist zweierlei wichtig, weil die Haushalte selber ihre Konsum entscheiden im Hinblick auf ihre zu erwartenden Erträge, ihre Einkünfte und auch auf die Zinssätze. Aber die Haushalte besitzen auch Firmen, entweder direkt oder indirekt. Direkt, wenn sie selber Unternehmer sind, Mittelstand oder sowas, oder auch wenn sie Aktien halten oder wenn sie mit anderen verbandelt sind, die auch Aktien halten und die Aktienpreise natürlich auch von den Rentabilitäten der Investitionen abhängen. Insofern wird diese Analyse, genauso wie Rothenberg, ist es eine Vereinfachung der Realität, eine gewaltige, aber es stellt bestimmte Faktoren heraus, die für uns langfristig begleiten sollen. Warum höhere Zinsen in der Regel die Nachfrage zurückführt, also rückgängig macht. Muss nicht immer das der Fall sein. Das haben Sie auch mal gesehen in Makro 1. Es gibt auch wieder andere Effekte, die vielleicht auch auftreten, aber wir reden jetzt von den wichtigsten Effekten hier. Wir werden an so ein kleines Spielzeugmodell und damit leiten wir Sie auf Ideen, falls Interesse da ist, wie man denkt in dieser Situation. Wir müssen auch mit bestimmten Begriffen arbeiten. Gerade multiple Perioden, also letztes Semester war das 2 Perioden, Robinson Crusoe heute und morgen.
Also selbst Robinson Crusoe damals gab es mehrere Perioden. Er war sehr, sehr lange auf der Insel. Und deshalb ist es eine sehr, sehr interessante stochastische Problematik, die er hat. Wie plane ich meine Investitionen über längere Zeiten hinweg? Nicht? Und welche Anreize gibt es für mich, mehr zu investieren oder weniger zu investieren? Im Prinzip ist es nichts anderes als die Grundlage unseres Solo-Modells mit Stochastik. Nicht? Also wir werden von einem repräsentativen Haushalt sprechen, aber nicht mehr von Robinson Crusoe. Wir sind ja fortgeschritten. Wir denken von einem repräsentativen Haushalt in einer Welt, wo selber die Zinssätze nicht bestimmt werden kann. Man kann auch den Lohn nicht bestimmen. Man hat Einkünfte und dann optimiert man, macht man, stellt man, versucht man sich am besten zu stellen bei den Gegebenheiten. Ich meine, der Ansatz ist wichtiger als die Modellierung. Also ich möchte, dass Sie das mal internalisieren, aber wichtiger ist die zentrale Idee, dass man versucht, diese Relationen in der Volkswirtschaft mikroökonomisch zu fundieren. Also seit Keynes gab es immer die Tendenz zu sagen, naja, C plus I plus G, das reicht. Nicht? Und wenn ich irgend so eine schöne Gleichung für C habe, dann gehe ich nach Hause, trinke ein Bierchen. Nein, das geht nicht. Wir haben gelernt aus den letzten Jahren, dass Politik kann nicht mit solchen Instrumenten umgehen. Die Menschen, die haben andere Verhaltensweisen. Und wenn man von einem ökonomischen Ansatz ausgeht, dann muss man das richtig machen. Ich habe schon von der Lukas-Kritik gesprochen, das ist ein ganz zentraler Begriff. Ja, Lukas hat gezeigt in den 70er Jahren, dass wenn man einfach mal blind da reingeht und schreibt, ach, diese Gleichung passt sehr gut und jetzt machen wir Politik damit, dann fällt man immer auf die Nase. Und das ist belegt worden in vielen Instanzen. Das beste Beispiel, als ich selber studiert habe, war Präsident Ford, so ein Footballstar, der hat Ronald Reagan abgelöst, als Reagan zurückgetreten ist. Und Präsident Ford hat sich sehr schwer getan mit der sich anbahnenden Rezession und hat gesagt, ja, was mache ich jetzt? Dann mache ich eine Steuersenkung. Meine keynesianische Modelliere sagen mir, ja, wir senken die Steuern um so und so viel, dann kurbeln die Wirtschaft bei so und so viel an. Das kommt aus unserer Ökonometrie heraus. Nicht? Und Ford war nicht der Schlauste, der hat niemals Wirtschaft studiert, aber der hat auch nicht richtig durchdacht. Der hat gesagt, okay, wir machen jetzt eine einmalige Steuersenkung. In dem Jahr 75 werden wir die Steuern um so und so viel $100 pro Haushalt senken. Das hat er groß angekündigt und er hat auch angekündigt, dass die Steuersenkung temporär ist. Nicht? Also er hat breit und breit erzählt, es wird ein temporary tax cut sein. Nicht? Und die Leute kriegen plötzlich $500 in der Tasche, nicht alle, aber je nachdem, was man für Steuerschulden hatte. Ergebnis, die Leute haben das alles gespart. Die haben nichts ausgegeben. Und das war klar ein Widerspruch zu all den Modellen, die man geschätzt hat mit der tollen Ökonometrie, ohne zu denken. Die Menschen waren ein bisschen schlauer. Warum? Sie haben natürlich ganz genau gewusst, dass nächstes Jahr die Steuerschulden wieder so hoch sein werden wie im Vorjahr. Und sie haben gesagt, ja, ich spare das und ich strecke das über mein Leben. Und das ist genau die Logik, die man in dieser mikroökonomischen Modellierung hat. Ja, es gibt natürlich Leute, die sich nicht leisten können zu sparen. Die werden aus der Tasche herausgeben. Und das berücksichtigt man auch in den fortgeschrittenen Versionen von diesen Modellen. Es gibt aber zwei Motiven. Erstmal Konsum glätten. Ich will mein Lebenslang nachhaltig führen. Und zweitens, es gibt Probleme, dass ich nicht Kreditwirtschaft anzapfen kann. Die Kreditwirtschaft macht nicht mit, wenn ich zum Beispiel Kredite aufnehmen will. Das sind alle sehr interessante Ideen, die man hier vertiefen kann. Also wir reden jetzt von einer mikroökonomischen Fundierung. Und wir werden erstmal so einfach machen, wir werden den Staat ausblenden. Man kann den wieder einführen mit Steuern und so weiter, das ist kein Thema. Hier geht es wirklich um die Haushaltspolitik, die Haushaltsoptimierung. Und der Haushalt in diesem Fall ist ein Haushalt, denken Sie an den deutschen Mittelstand, das ist eine Firma, Familie, besitzt eine Firma, hat ein paar Beschäftigte. Das heißt, die Familie kann selber konsumieren, hat auch Gewinn und investiert diese wieder oder verkonsumiert sie, diese Einkommensströme. Und das heißt, dieser Haushalt, Sie sehen ja, ich bin nicht in PowerPoint nicht so fantastisch ausgebildet, aber wir werden so ein Problem
uns vorstellen. Also wie Robinson Crusoe von 1 mit 2 Perioden haben wir jetzt eine sehr, sehr lange Zeit zu planen. Wir werden einen Zeitintervall von 0 bis unendlich. Und mit Abzinsung ist diese Summe eigentlich in Erwartung definiert. Die ist nicht unendlich, weil Beta kleiner 1 ist. Beta ist der Discount-Faktor, zu dem ich meinen Nutzen der Zukunft abzinse in die Gegenwart. Okay? Also ich maximiere, erstens bilde ich Präferenzen über verschiedene Konsumfolgen und Investitionsfolgen. Das sind diese in Klammern stehenden Objekte. Das sind Reihen. Ne? Also das heißt, ich stelle einen Plan auf aus der Perspektive der Periode 0. Wie kann ich mein Leben planen? Denken Sie, wenn Sie nicht denken, dass Sie unendlich leben, denken Sie an Dynastien. Also wenn Sie ein Mittelständler sind, dann werden Sie sicherlich an Ihre Kinder und Kindeskinder denken. Das heißt, Sie denken sehr, sehr weit über das Wohlergehen der Firma oder wenn Sie sonst planen. Ja? Und das werden Sie quasi diese in Erwartung maximieren. Sie wissen nicht, was auf Sie kommt. Es kann sein, dass ein Mittelständler ganz große Probleme hat in den nächsten 10 Jahren mit China zum Beispiel oder vielleicht boomt es in der Wirtschaft. Man kann nur Erwartungen bilden und das schreiben wir als mathematische Erwartungen, aber bedingt durch die Information, die zum Zeitpunkt Null gegeben ist. Ganz wichtiger Zusatz. Wir reden hier von bedingten Erwartungen. In Periode T gleich 1 weiß ich noch nicht. Weiß ich Dinge, die ich zum Zeitpunkt Null nicht wusste und so weiter. Das heißt, man spricht von einer Informationsmenge, die immer weiter expandiert. Ich lerne immer dazu. China kommt, geht und was weiß ich. Aber zum Zeitpunkt Null muss ich mal meine Pläne so mit dieser beschränkten Informationsmenge setzen. Und ich weiß auch, dass ich meine Pläne ändern kann. Also in der nächsten Periode kann ich mal die Welt angucken. Hey, die Sonne scheint, ich mache das anders. Und morgen regnet es, ich mache es anders. Ich habe die Freiheit, jede Periode neu, diese periodische Entscheidung neu zu treffen. Das heißt, meine geplanten Folgen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die kann ich ja nächste Periode ändern in diesem Modell. Ja, okay, was sind meine Beschränkungen? Ich will mich am glücklichsten machen. Ich habe immer Beschränkungen. Erstens habe ich einen gegebenen Kapitalstock. Also ich muss mit diesem Gebäude arbeiten. Das Gebäude sieht sehr schön aus, weil wir in den letzten 20 Jahren, seitdem ich hier bin, investiert haben wie die Weltmeister. Als ich gekommen bin, war das Gebäude in einem relativ miserablen Zustand. Und wenn Sie das nicht glauben, gucken Sie sich mal diese Bilder draußen an. Nicht? Also diese Investition hat dazu geführt, dass man einen Kapitalstock hat zum Zeitpunkt Null. Und der kann klein oder groß sein. Also wir haben, wie gesagt, relativ großen Kapitalstock als gegeben. Ich kann es aber nicht ändern. Ich kann es nur ändern, indem ich investiere und in der nächsten Periode noch ein bisschen mehr Kapital habe. Und die Dynamik der Kapitalentwicklung, also die sogenannte Bewegungsgleichung, ist die zweite Gleichung. Und ist es für alle T größer gleich 0 definiert. KT plus 1 ist gleich Investition in der Vorperiode. Und was ist die Investition in der Vorperiode? Das ist alles, was ich nicht esse. Es gibt keine Steuern in diesem Modell. Also Steuern kann man einführen. Meine Einkünfte, mein Lohn mal mein Arbeitseinsatz. Dieser Haushalt hat Arbeit anzubieten. Selbst wenn Sie Mittelständler haben, haben Sie Arbeit. Sie können natürlich immer aufgeben und was weiß ich, was anderes machen. Und das kriegen Sie zum Lohn WT. Das ist so ein Unternehmerlohn, wenn Sie wollen. Implizite Opportunitätskosten der Unternehmensführung. Und dann muss man tatsächlich das Kapital, das ich jetzt besitze, muss ich das anmieten, beziehungsweise die implizite Kapitalnutzungskosten bestreiten. Und dann habe ich Gewinn, das ist PT. Und da ziehe ich meine Konsumpläne ab und das habe ich als Residual, die Investition, die ich mal plane. Das ist in der Volkswirtschaft, wo es kein Geld gibt, zunächst einmal. Das kann man später einführen. Also Konsum und Investition sind konkurrierende
Verwendungen von meinem Gesamteinkommen. Mein Gesamteinkommen ist WL plus RK plus Pi. Pi seien die Gewinne, die abfließen. Vielleicht sind sie null. Excess Profits, was man drüber hat. Residual. Okay? Und wie gesagt, E0 ist ein bedingter Erwartungsoperator. Das heißt, wir würden ein bisschen mit der Mathematik der Erwartungen spielen. Das werden Sie auch in der Übung wiederholt sehen. Vor allen Dingen geht es darum, dass der Erwartungsoperator ein linearer Operator ist, genau wie bei Rotenberg. Ich kann eine partielle Ableitung von einer erwarteten Summe machen. Das ist letztendlich die Summe der partiellen Ableitungen der Teile dieser Summe. Und daraus leiten wir unsere Bedingungen erster Ordnung ab. Also wir werden zunächst einmal dieses Spielchenmodell ein bisschen weiter vereinfachen. Wir werden eine logarithmische Funktion unterstellen. Das heißt, der Nutzen von meinem Konsum in der gegenwärtigen Periode ist unabhängig von den anderen Perioden, Separabilität, und eine Log-Funktion. Es hat eine schöne Eigenschaft. Prozentuale Erhöhungen von Nutzen können auf prozentuale Erhöhungen von Konsum zurückgeführt werden. Okay? Man kann auch diese Elastizität ändern, man kann auch andere Spezifikationen machen, aber gerade aus dem Grund der Vereinfachung werden wir damit arbeiten. Das ist auch eine gewisse traditionelle Starting Point für diese Analyse. Das heißt, der Haushalt löst dieses Problem beim Einsetzen der Budgetrestriktion. Das werden wir gleich mal sehen. Also man kann für CT gleich einsetzen, also bei den gegebenen Bedingungen, die ich in der vorletzten Folie erwähnt habe. Ganz wichtig ist, in diesem Fall gibt es kein Leid durch die Arbeit. Okay, das ist auch eine Modellierungsstrategie. Man könnte durchaus ein Arbeitsleid einführen. Das würde auch interessante Implikationen, das würde das Modell entsprechend verkomplizieren. Für uns nicht so wichtig. Wenn Sie Konjunktur- und Beschäftigungstheorie bei mir belegen oder bei Lutz Weinke eine fortgeschrittene monetäre Wirtschaft, dann wird das alles berücksichtigt. Wie gesagt, in Makro 2 wollen wir einfach mal Sie auf den Geschmack bringen, mit diesen Art von Modellierung zu spielen. Also die Annahmen sind sehr wichtig, deshalb alles in Rot. Haushalte sind Preisnehmer. Haushalte können den Lohn nicht ändern, die haben keine Marktmacht. Die können auch nicht ihre Gewinne manipulieren. Nicht? Sie können auch nicht den Preis, den sie für die Nutzung des Kapitals ändern. Das sind Gegebenheiten. Also der Zins zum Beispiel, das ist eine große Komponente der Kapitalnutzerkosten, wird von der Zentralbank letztendlich real bestimmt, bei gegebener Inflationsrate. Der Haushalt besitzt die Unternehmen oder das Unternehmen. Oder der Unternehmen, weil es mehrere geben könnte. Also er ist residual anspruchsberechtigt. In dem Sinne, er kriegt alles, was darüber hinweg liegt, wenn man den Lohn bezahlt hat. Er bezahlt sich selber und bezahlt auch die Nutzung des Kapitals zum Periodenende. Ich habe die anderen Annahmen schon erwähnt. Also es ist auch traditionell zunächst einmal relativ handhabbare Produktionsfunktionen, die vom Unternehmen benutzt werden, und zu unterstellen. Wir werden hier eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion unterstellen und wir werden ein paar Annahmen treffen zu diesem Z. Z ist die Verschiebung der Produktionsfunktion. Das ist diese einzige Sache, die das Ganze stochastisch macht. Genau wie in Makro 1 gab es die Position der Produktionsfunktion, technischen Fortschritt haben wir gesagt. Konjunkturell könnte man sich vorstellen, dass ZT auch in Bewegung kommt. Wenn es hoch ist, ist Kapital und ist Arbeit produktiv in der Periode. Wenn es niedrig ist, ist es umgekehrt. Und das ist eine stochastische, stationäre Prozess ist. Und zukünftige Werte von Z können nicht mit Präzision bekannt sein, sondern darüber werden Erwartungen gebildet. Okay? Diese Unternehmen fragen Arbeit und Kapital nach. Also das ist eine, wenn Sie wollen, eine schizophrene Betrachtung der Wirtschaft.
Aber es ist wirklich wahr, dass jedes Unternehmen von irgendjemandem zu irgendjemandem gehört und dass jeder Unternehmen tatsächlich macht Gewinnmaximierung nicht nur aus oder überhaupt nicht aus eigenem Sinne, sondern im Sinne der Eigentümer. Und diese Reduzierung, diese Vereinfachung der Realität sagt, okay, wir haben Haushalte, die besitzen die Unternehmen machen Gewinnmaximierung, um quasi die Gewinne zurückzuführen an die Haushalte. Und diese Annahmen kann man auch entsprechend in der Übung nochmal anschauen. Zumal wir Arbeitskräfteangebot als exogen gegeben modelliert haben, ist das Ganze relativ einfach. Wir können im Prinzip die Entlohnung der Arbeitskräfte relativ schön abgrenzen von der Maximierung des Haushalts. Und mit diesen Annahmen kann man das Modell lösen. Und die Bedingungen erster Ordnung für dieses Modell sind relativ einfach und die sind Grundlage für die Finanzierungswissenschaft, auch erkennbar, wenn Sie wollen, in unserer Makro 1-Vorlesung. Auf der linken Seite ist der Grenznutzen von Konsum heute, von dem repräsentativen Haushalt. CT ist geplant und bekannt in jeder Periode. Das heißt, in Periode T wird es sein, dass ich ganz genau weiß, was der Grenznutzen meines Konsums ist. Was auf der rechten Seite steht, ist der abgezinste Grenznutzen von Konsum morgen, berücksichtigend, dass wenn ich auf Konsum heute verzichte, auf der linken Seite, kriege ich RT als Bruttoverzinsung dieser zurückgelegte Ersparnisse. Das heißt, Grenznutzen des Konsums auf der linken Seite, Grenznutzen des Konsums auf der rechten Seite, abgezinst zur Gegenwart bei einer Investition des Konsums, auf den ich verzichtet hätte in der Periode 1. Das heißt, zur Rendite RT. Und das ist die rechte Seite. Das kann man vereinfachen, weil Beta ein Parameter ist. Das heißt, Erwartungswert von einem festen Parameter, mal eine Zufallsvariable, kann herausgenommen werden aus dem Erwartungswert. Und da kann man das tatsächlich im zweiten Schritt umschreiben. Sie sehen auf der rechten Seite die erwartete Entwicklungsrate der Konsum in diesem Modell wird in Beziehung gesetzt zu dem Zins, zu dem Bruttozins RT angepasst mit dem Diskontsatz. Beta ist so eine Art inverse Diskontsatz, 1 durch 1 plus Diskontrate für den Nutzen. Und da sehen Sie, dass diese Bedingung die Wachstumsrate des Konsums in Beziehung setzt zwischen dem Zins und der Ungeduld des Konsumenten, ausgedrückt durch Beta. Das kann man ein bisschen manipulieren. Man kann logarithmieren und dann kriegen Sie diese schöne Gleichung. Also Log von 1 ist 0 auf der linken Seite. Auf der rechten Seite hat man ln von Beta. Das ist approximativ der Diskontsatz des Haushalts. Und dann haben Sie ln von R. Das ist ungefähr der Realzins, den wir tatsächlich selber berechnen können. Und die letzte ist die Entwicklungsrate des Konsums, die Wachstumsrate des Konsums. Und das kann man über den folgenden Approximationen, das heißt, wenn Sie wollen, Log-Linearisierung, approximativ gesehen. Und die letzte Gleichung sagt einfach, die erwartete Wachstumsrate des Konsums entspricht ungefähr, in diesem Modell exakt, dem Unterschied zwischen dem Realzins und der Ungeduld des Konsumenten. Das heißt, wenn R größer Rho ist, dann sind die Menschen eigentlich belohnt, mehr als ihre interne Ungeduld ausfällt. Das würde heißen, dass Konsum erwartungsgemäß ansteigt. Die Leute sparen heute relativ zu morgen. Konsum hat ein zeitliches Profil, das positiv ausfällt. Das heißt also quasi, wenn der Realzins dieses Rho ist nichts anderes als eine Transformation von Beta. Das ist Beta inverse minus 1. Und denken Sie, das ist einfach ein Ausdruck meiner Ungeduld.
Und wenn er höher liegt, dann steigt der Konsum. Ich spare heute relativ zu morgen. Und wenn er unterhalb hoch liegt, dann fällt der Konsum. Das heißt, ich konsumiere heute mehr und baue meine Konsumausgaben relativ zurück. Das heißt, ich habe mehr Ungeduld, als ich belohnt werde im Markt. Diese sogenannte Oder-Gleichung wird auch verwendet in der Finanzierungswissenschaft, um quasi zu erklären, weshalb die Zinssätze so oder so bewegen. Und es wird gegenwärtig, ich komme gleich zu Ihnen, gleichzeitig kann es benutzt werden, um zu verstehen, weshalb die Realzinssätze so niedrig sind heutzutage. Nicht? Also der Markt, wir reden jetzt von Stagnation, es gibt sogar Leute, die das als säkuläre Stagnation bezeichnen, das heißt, die Wachstumsraten, aus Gründen der Solow-Modell bekannt, deuten darauf hin, dass das Wachstum der technologischen Entwicklung relativ verlangsamt ist. Deshalb haben wir tatsächlich eine Wachstumsdelle. Und das würde ganz genau hinpassen in eine Situation, wo die Wachstumsrate der Konsumausgaben relativ flach sind. Sogar es gibt sehr wenig, denken Sie mal an Italien zum Beispiel, die Ersparnisse sind sehr niedrig. Man könnte das tatsächlich so oder so interpretieren. Auf jeden Fall fällt das aus dem Modell als Bedingung erster Ordnung. Und Sie hatten eine Frage? Nee, CT plus 1 ist nicht bekannt. Also man könnte... also meinen Sie das hier? Hier. Ja, das könnte man tatsächlich herausnehmen, aber ich habe immer noch den Logarithmus. Könnte man machen, tatsächlich, das ist richtig. Man könnte das etwas vereinfachen, das ist ein guter Punkt. Man könnte diesen Teil hier, also zumal CT bekannt ist zum Zeitpunkt T, könnte man das durch den Operator rausnehmen und logarithmieren von diesem Bekannten, könnte man sofort auf diese. Ich habe diese Logarithmisierung erwähnt, weil es tatsächlich manchmal sein kann, dass dieser RT auch stochastisch ist. In diesem Fall nicht, aber wenn die auch stochastisch ist, müsste man eigentlich Erwartungen von einem Produkt nehmen und das ist nicht unbedingt Produkt der Erwartungen. Nicht? Also da will man linearisieren. Aber auch auf jeden Fall, ich passe die Folie auch an, um das ein bisschen plastischer oder nachvollziehbarer zu machen. Okay? Okay, dann ich höre gleich auf, aber ich will darauf hinweisen, kommen wir später darauf zurück. Die Firmen gehen mit diesem RT umher und wenn sie optimieren, werden sie quasi diese RT dem Grenzprodukt von Kapital gleichsetzen, genau wie Robinson Crusoe das gemacht hat, aber jetzt in dynamischer Perspektive. Das würde heißen letztendlich, dass diese Investitionstätigkeiten der Unternehmen positiv abhängen von der technologischen Entwicklung. Wenn Sie genau dahin schauen, sehen Sie die Rolle von ZT plus 1, also die Erwartung. Und wie gerade gesagt, wenn all jene Dinge, die bekannt sind zum Zeitpunkt T, können rausfaktoriert werden, rausgenommen werden durch die Erwartungsapparate, sehen Sie die Erwartungen von T plus 1 Z. Z in T plus 1 entscheidend wichtig ist. Also wenn die Unternehmen erwarten, Mann, jetzt kommt Apple 7 oder so eine tolle Innovation, also eine neue Art von so ein Videospiel oder sonst was, dann würde das heißen Investition heute, um davon zu profitieren. Die Investitionen hängen von diesen Erwartungen ab. Das vertiefen wir nächste Woche. Und Sie werden sehen, alle diese Elemente passen genau zu unserer Vorstellung von der IS-Kurve. IS-Kurve wird von Erwartungen der Unternehmen bestimmt. Es wird vom Zins bestimmt in der Steigung. Und da haben wir eine sehr schöne Grundlage für eine zukünftige Betrachtung der aggregierten Nachfrage, die tatsächlich fundiert wird oder begründet wird in der mikroökonomischen Analyse. Also vielen Dank für die Anwesenheit und für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche.